Ah, ich bin draußen. Sehr schön. Kann ich hier irgendwas drehen? Gibt es hier irgendwo versteckt? Da ist auch nichts. Gut. Dann gehen wir mal hier rein. Oh, eine blaue Tür. Ich kann die öffnen. Was? Ich kann die doch öffnen. Ich hab's doch gelernt. Jetzt hat er. Jetzt hat er das wieder verlernt, ne? War ja klar. Ich wette mit euch, da ist die Schatzkammer. Ich muss mir das merken. Ich werde euch schon hier ausplündern. Keine Sorge. So, wo geht's hier lang? Wo bin ich denn? Stör ich? Nein, ne? Stör nicht. Das ist nett. Da gibt es auch nichts. Ach, du bist die Gemahlin. Wer bist du? Hättest du einen echten Prinzen als Freund, hättest du nicht. Nun. Für einen derartigen jungen Burschen hast du gewiss ein scharfes Auge. Wer ist denn das? Stimmt's. Mein Wilbur wäre vielleicht geeigneter Thronfolger als. Ach, das ist der Sohn aus der ersten Ehe oder sowas ähnliches, ne? Wilbur. Mann, hast du einen scheiß Namen. Du tust mir voll leid. Ich glaube, die Schule, die hänseln sich schon alle wegen den Namen. Und du sollst König werden? Oh mein Gott. Ich glaube, das wird nix. Thronfolger als der ungeratene Halbbruder. Halbbruder? Ach, Halbbruder. Ich dachte, er wäre jetzt. Ah, okay. Dann hat der König wohl zwei Söhne. Mhm. Interessant. Das hast du doch gedacht. Hast du nicht? Ja. Du bist ein sehr kluger, in der Tat, sehr kluger, mein Junge. Ah, die Glocke. Wilbur, was erzählst du da? Ich will aber nicht König sein. Ich bin erst zwei. Bestimmt. Ja, du hast aber. Deine Mama sagt, du musst König werden. So, hab ich alles erkundet? Ich glaube schon, ne? Die blauen Türen kann ich nicht öffnen. So. Okay, ich muss weiter. Ich muss weiter untersuchen. Dann gehen wir einfach mal ganz nach oben. Da ist das Gemach. Das ist die Persönlichkeit gemächert seiner Majestät, Junge. Wenn du einen Platz zum Spielen suchst, wirst du woanders hin müssen. Oh, schade. Als Kind hat man es nicht einfach. So, erzählst du? Ach, es geht doch nichts über laue Lüftchen hier oben auf dem Schloss. Da wird man richtig schläfrig. Ja, bei der Arbeit schlafen, ja, das ist ja immer ein Traum für jeden. So, ich soll mich weiter hier umschauen. Aber ich habe keine Ahnung, wo jetzt. Dann muss ich mal ein bisschen hier weiter nachschauen. Den haben wir auch schon kennengelernt. Aha. Da ist ein Floß, aber da kommen wir nicht raus. Da ist eine blaue Tür. Naja, was soll ich machen, ne? Das war jetzt. Du erzählst immer noch dasselbe. Prince Harry. Moment mal. Blablabla, bla, was ist er denn hier? Ja. Ach, ich habe keine Ahnung. Da steht auch so viel, was ich schon herausgefunden habe. Warte mal, das war jetzt. Sie mit ihm. Warte mal, ich habe den Typen, glaube ich, da oben auch nie angesprochen. Ich spreche jetzt einfach mal mit denen, ja? Okay, ich habe beide angesprochen. Der Wilbur will nicht König werden und ja, der eine, weiß ich nicht. Ah, warte mal, waren wir hier schon oben? Nee, hier waren wir noch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Die Tür ist verschlossen.
Ansonsten. Da ist eine Truhe. Sag ich doch, da ist was. So, dann guck ich mal, was sollte ich nur tun? Ihre Majestät und die Königin Mal hat sich in letzter Zeit mit einigen sehr zwielig Gestalten getroffen. Ich sehe mich fast veranlasst, seine Majestät dem König zu informieren, aber vielleicht sollte ich mich nicht in die Angelegenheit ihrer Majestät mischen. Oh, was läuft denn da? Wie komme ich denn da hinten hin? Ja, muss ich gleich mal gucken. Die Truhe ist ja leer. Ah, ich vergaß. Mir gefällt das Gerede über die Thronaufolge nicht. Seine Majestät, der König, ist nach wie vor in ausgezeichneter gesundheitlicher Verfassung. Außer wenn sie was plant. Wer weiß. Wir haben mit der dringenden Problem zu kämpfen. Da wäre zum Beispiel dieses Gerücht, dass überall Kinder entführt werden. Du solltest vorsichtig sein, Junge. Geh nicht alleine in der Gegend spazieren ohne deinen Vater, ja? Oh. Hier werden auch wieder Kinder entführt. Fragst du dich, wer der nächste König sein wird? Prinz Harry oder Prinz Wilbur? Nun, wenn nur nichts Ungesehenes passiert, wird Prinz Harry es. Er ist der älteste Sohn. Eigentlich schon, ne? Aber mal schauen. Jetzt habe ich, glaube ich, alle. Ah, die Beule an meinem Schädel tut höllisch weh. Was finde Prinz Harry so komisch daran, Kopfnüsse zu verteilen? Das ist gar nicht lustig. Aber was ist aus dem Vater geworden, Junge? Aha, du kannst einfach. Aha. Ja und? Ich kann das, du nicht. Du musst da stehen. Ist das eine Weltkugel? Tatsächlich, die Weltkugel von Dragon Quest 5. So. Dann werden wir uns wieder nach oben schleichen. Und mein Vater ist jetzt weg. Ich habe jetzt mit allen gesprochen. Oh, der Junge von Ludwig. Ja, du hast ein scharfes Auge, Junge. Das sehe ich sofort. Nun, ich habe deinen Vater damit beauftragt, sich um meinen ältesten Sohn zu kommen, Prinz Harry. Ich möchte auch, dass ihr beide Freunde werdet. Nein! Ich wird ihm gut tun, jemanden zu haben, der mit denen spielen kann. Nein, ich spiele nicht mit Vierjährigen. Sag mal, begreifst du das nicht? So, Harry war auf der Seite, ne? Ja. Ah, da bist du ja, Donald. Der König hat mir verdankt, ich solle mich hier um seinen Sohn kümmern, Prinz Harry. Ich wäre sehr froh, wenn ich ein Auge auf ihn haben könnte, aber er scheint mich allzu sehr zu mögen. Wieso versuchst du nicht, mit ihm anzufreunden? Och, Mann, muss es sein. Ihr seid etwa gleich alt. Ach, Mann. Ihr werdet euch sicher gut miteinander verstehen. Nein, ich bleibe hier draußen, um sicher zu gehen, dass er nicht ausbüchst. Du gehst rein und spielst mit ihm, ja? Das ist mein Junge. Und ich hasse dich, Vater. Ich muss mich mit so einem kleinen Knirps hier... Och, Mann. Will doch gar nicht. Oh, nein. Nicht du schon wieder. Bist du gut zurückgekommen, weil du mein Lakai sein willst? Nein. Gut, ich hätte dich sowieso nicht gespielt. Und jetzt hau ab. Ja, komm. Nun, du bist der Aufgabe vermutlich nicht zwar gewachsen, aber ich bin gewillt, dir eine Chance zu geben. Ich in den Raum nehmen, ein ist eine Truhe, in der sich ein Lakai-Abzeichen befindet. Hol es her. Du brauchst das Abzeichen, wenn du mein Lakai sein willst. Andernfalls aktiviere ich dich nicht. Ach komm, ja, hier. Will er mich verarschen? Pass auf, dann ist er jetzt gleich verschwunden. Und ja, das ist einfach nur Täuschung. Warum wusste ich das? Mein Vater hat natürlich wieder nichts gesehen. Was ist los, Donner? Was? Prinz Harry ist verschwunden? Aber das ist der einzige Ausgang. Wo ist er? Er ist mir... Und er ist nicht an mir vorbeigekommen. Bist du dir sicher? Komm, zeig es mir. Der kleine Bengel.
Hä? Ludwig, ich habe euch doch befohlen, euch von meinem Raum fernzuhalten. Hä? Ihr könnt mich nicht wirklich leiden, was? Ich bitte vielmals um Verzeihung, eure Hoheit. Der will doch einen verarschen. Du hast wohl geträumt, Ron, und der Prinz ist nirgendwo verschwunden, oder? Ich weiß, es ist schwer, aber ich versuche doch bitte, dein Freund zu werden, ja? Aha. So. Also hast du das Lakaienabzeichen mitgebracht? So, wie ich es befohlen habe, nehme ich an? Ja. Ach, wirklich? Na gut, dann zeig es mir. Ha, du hast gelogen. Du hast es gar nicht. Was? In der Truhe ist nichts? Erzähl keinen Unsinn, natürlich ist da was. Ich kann einfach keine Lakaienabzeichen, der kein Abzeichen hat. Los, sieh noch einmal gründlich nach, du Dussel. Ja, komm, ich geh nochmal hin und... Weg bist du. So, wo bist du? Ich werde dich jetzt suchen. Dorono stellt und untersucht den Boden. Hier ist eine Geheimtreppe, die nach unten führt. Na, du kleiner Knirps. Wie kannst du es wagen, meine Geheimtreppe zu entdecken? Schockieren. Du warst mir gleich unsympathisch. Aber ich wette, dass das Lakaienzeichen nicht gefunden war. Nun, dann kannst du es auch nicht mehr klagen. Und so ist das. Was ist das? Du bist Prinz Harry? Nein, ich bin der... Oh, der ist raffiniert. Nein, ich bin der Kammerdiener. Natürlich bin ich Prinz Harry, du Idiot. Okay, doch nicht. Und wer seid ihr, dreckigen Grüpel? Dreckige was? Tut mir leid, Bürchen, aber du kommst jetzt mit. Was ist das denn für eine Entführung? Prinz Harry! Nein! Los, Beeilung, bring ihn auf los! Ja, komm schon, Chef. Du, 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 30 Jahre später. Und jetzt reißt er so schnell wie der Wind. Okay. Ich kann nicht hinterher. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Hilfe! 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 Ich weiß nicht, was ich tun bin. Ich bin ein kleiner 6-jähriger Junge. Ich weiß es nicht. Kann ich hier irgendwie außen... Komm, ich renne hier außen rum. Kann ich das? Schaffe ich das? Warte mal. Ich kann auch hier... Ich laufe dir jetzt dahinter. Ja, super. Jetzt weiß ich... Moment mal. Moment mal, wo ist denn der Teil, wo er entführt wird? Da. Wird entführt. Da könnte er endlich sagen, was die Ziele vorgeschrieben. Okay, nordöstlich müssen wir gleich, aber wir sollten erstmal Vater Bericht erstatten. Und erstmal. Ach, guck mal. Waffenkammer. Was haben wir denn hier schön? Eisenklaue für Leo. Steinbeißer. Kettenpeitsche. 1200. Eisenstab. Uiuiuiui. Okay, kaufen wir erstmal die Eisenklaue. Für ihn. Ja. Dann verkaufe ich... den Steinreißer. Und mehr kann ich auch nicht. So. Guck mal, wir können uns ja mal hier umschauen. Okay, da drüben gibt es den Rüstungsladen. Interessant. Nee, wo ist denn der? Ist der hier drin? Moment mal. Nein, der soll irgendwo hier oben sein. Bin ich jetzt bescheuert? Der ist bestimmt da drin. Oder bist du der Rüstungsladen? Doch, du bist der Rüstungsladen. Lol. Okay, was hast du denn für uns im Angebot? Ein Eisenhelm. Den kann Leo auch sogar tragen. Und ein Eisenschild. Ja, das heißt erstmal wieder ganz viel Geld farmen sozusagen. Und Eisenrüstung, da können wir uns jetzt mit schweren Sachen tragen. Als 6-Jähriger ist es ja immer sehr logisch...
immer mit Eisensachen rumzuschleppen, ne? Wer tut das nicht? Damit der kleine Sechsjährige schön groß und stark werden kann. Wenn er nicht Eisen essen will, muss er Eisen tragen. So, König Ludwig. Ich meinte Vater Ludwig. Was um aller Welt ist denn los, Bruno? Was? Prinz Fairy wurde entführt? Willst du mich nochmal reinlegen? Gütige Göttin! Jetzt hör mir gut zu, Bruno. Davon darf niemand erfahren. Es wäre eine Katastrophe, wenn die Leute das herausfinden würden. Wir müssen den Prinzen retten. Ehe man ihn vermisst, kommt, folgt mir. Okay. Jetzt läufst du den gleichen Weg, wie ich gerade gegangen bin. Ja, wo bist du jetzt? Hallo? Papi, wo bist du? Jetzt sag mir nicht, der ist jetzt schon vorgerannt. Auch gut. Ich habe nur nicht lesen gelernt. Kann ich mich hier ausruhen? Ja, 12 Gold. Kann ich nicht umsonst schlafen hier? Schweinerei. So, genau. Ich habe gut geschlafen. Erstmal nachgucken, ob wir hier irgendwas Nettes finden. Schade, nichts dabei. So, was hast du denn? Ich reise normalerweise herum und kaufe und verkaufe, weißt du? Aber die Ungeheuer, denen ich in letzter Zeit begegnet bin, sind ziemlich zäh. Ich hoffe nur, das hat nichts zu bedeuten. Es wäre ja nicht gut, wenn sich da Ärger zusammenbraut. Joa, da hast du ja nicht ganz Unrecht. So. Was erzählt die Klan? Ich habe gehört, dass nordöstlich von hier eine richtige große Ruine. Okay, da haben wir es. Nordöstlich, genau da muss ich hin zu den Ruinen. Das steht hier auch. Okay. Aber meine Mutter hat gesagt, dass ich da nicht hin darf. Sie sagt, das wäre zu gefährlich. Ja, genau. Aber für mich nicht so. Was war das jetzt? Nordöstlich, ne? Nordöstlich. Irgendwo dahin. Was? Wühlwanzen? Die will ich nicht begehen. Ah, geil! Mit dem Bumerang kann ich ja alle angreifen. So, Terrakotta-Krieger. Okay. Was? Okay, natürlich. Aber das hat dir wohl nichts gebracht. So, wir laufen nochmal zu der Ruine hin. Sollte eigentlich leicht erkennbar sein. Aber so Nordosten war jetzt auch ein bisschen fail. Schleimritter! Yes! Mal gucken, wie stark die sind. Okay, der eine. Schon mal umgefallen. Die holt auch ziemlich Schaden raus. So. Irgendwo hier. Nordosten, sagten die. Und dann sagt sie, oh ja, jetzt geht's hier aber rund, ne? Greife ich alle an? Das wäre jetzt lustig. Aber wir müssen mal quer durch die Reihen. Na, schade. Doch, doch. Wie geil. Alle. Ich hause alle komplett. Der ist ja geil, der Bumerang. Alle. Hau ihn damit um. Bam, bam. Weg. Weg. Geh weg. Da weg. Hör auf zu heilen. Verliert in HP. Hör auf zu heilen. Hör auf euch zu heilen. Das geht mir gar nicht. Ja, genau. Ich verliere im Kostmal MP. Zack, 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 zack. Ich glaube es nicht. Ach, Leo. So, weg damit, weg damit. Was?
immer noch nicht. Weg mit euch. Zack, zack. Wunderbar. Geht doch. So, wo ist denn hier? Da, okay, hier sind wir richtig. Ja. Okay. Hier sind wir. Moment mal. Ja. Irgendwie bin ich hier richtig, aber irgendwie ist es noch nicht das, was ich finden wollte. Irgendwo hier. Ach da, okay. Ja gut, Leute, ne? Einmal kurz heilen. Dann werden wir uns mit der Rettungsmission erst nächstes Mal anfreunden. Das war's mit Dragon Quest 5, die Hand der Himmelsbraut. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr eine positive Bewertung da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann.